So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt nach Hause gefahren von der letzten Mission. Und ich habe gedacht, ich schneide mal lieber hier rein, bevor noch was passiert. Den fahre ich mal jetzt nicht in die Werkstatt, oder? Ach, nehmen wir mit. Außer irgendeine Karre. Das ist schnell drin. Kann ich mir eigentlich noch mal einen rausholen? Ah, da ist er auch wieder. Krieg ich den immer zurück. Der klingt doch ein bisschen vernünftiger hier. Naja. Ich weiß ja, welchen ich nehmen will, wenn ich wieder fahre. Ich habe ja meinen guten. Wie gesagt, was hier einmal drin steht, das ist sicher. Ich glaube, selbst wenn er explodiert, steht er wieder drin. So. Aber ich weiß, oder keine Ahnung, ob er denn repariert wird automatisch oder so. Ich weiß es gar nicht. Naja, wir lassen unsere Wagen natürlich nicht zerschießen. Hoffentlich. Vor allem nicht, wenn wir da gerade hinterknien. Das ist eine richtig beschissene Variante. Egal, wir gucken mal, was hier zu Hause ist. Keiner da? Schon wieder nicht? Joe, wo bist du? Er ist wieder Party machen gegangen. So, essen wir erstmal ein dickes Sandwich, würde ich sagen. Nom nom nom. Jetzt kann man das nochmal zeigen. Zack. Da gibt es nämlich Heilung für. Ja, mehr geht nicht. Das ist mir letztes Mal nicht aufgefallen. Da ist oben Begrenzung. Das war's. Ich geh schlafen. Die Todessense, sehr schön. Na, mein Hübscher? Oh, hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wäre nett gewesen. Hm, vielleicht nächstes Mal. Ciao. Oh. Die findet mich heiß. Mein lieber Schwan. Na klar. Er hatte nie richtigen Sex hier. So, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir drei Anzüge. Also einmal den Lederollen und einmal diesen komischen hier. Ne, der ist weg. Hab ich noch gerade gekauft. Ah, er ist in verschiedenen Farben da. Okay. Ist die auch in verschiedenen Farben? Zumindest noch nicht. Okay, wir nehmen aber natürlich in Dunkel. Ah, so läuft die Geschichte. Okay, wir sollen wieder zu Freddys Bar. Und natürlich ist Joe gerade schon wieder weg, wo ich aufgestanden bin, nachdem er erst nach Hause kam, als ich schon im Bett lag. Verstehe ich auch nicht so ganz genau, wie der das auf die Reihe kriegt. Aber gut, dann schauen wir doch erstmal, wie weit ist das denn überhaupt? Ja, nicht weit, gut. Oh, passiert gerade was. Scheiße! Dämliche Kuh! Aber hey, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Kleine? Naja, eine von ihnen. Ja, wie du mir, so ich dir. Jetzt ist deine Karre dran. Sieh dir meinen Schlitten an. Typ. Dafür wirst du teuer bezahlen. Ich muss gehen. Hey, Kumpel, mach mal halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also halt's Maul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin. Oh komm, das war aber nicht so richtig. Ist der Macker von der Alten? Einer. Na gut, dann blechst du für den Schaden. Noch ein Wort und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das war ein Wort. Na, willst du aufs Maul? Na klar willst du aufs Maul. Bam. Und zwar ordentlich. Bam, bam, bam. So. Danke, Süßer. Hast was gut bei mir. Willst du mit zu mir kommen und meine Briefmarkensammlung ansehen? Danke, vielleicht später mal. Jetzt muss ich los. Es wird dir gefallen, versprochen. Ich mag Briefmarken. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Oh, wie sie noch ihr ganz galant ihren Arsch so gegen mich gepresst hat. Das war ganz süß. Nee, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich dann auch gleich gesucht werde. Hier kommt gleich Polizist an, hauen wir mal lieber ab. Und im Auto kann uns ja sowieso schon nichts mehr passieren. Da haben wir unsere Lieblingskarre, die ich mir einwandfrei und ganz sauber gestohlen habe. Ja, aber es ist doch mal ganz cool, dass es wenigstens am Anfang so was passieren kann. Da haben wir den Tempobegrenzer mal angemacht, weil, was? Eine Lektion in Manieren. Weil ich, keinen Bock hatte, noch auf dem Weg irgendwie von der Polizei angehalten zu werden. Ich erlasse ihn jetzt mal an für die paar Meter, ist das sowieso nicht so wichtig. Ist sowieso noch Winter, ich freue mich schon darauf, wenn das Spiel endlich mal wieder in den Sommer geht. Oder was heißt mal wieder endlich in den Sommer geht. Und man nicht so glatte Straßen hat. Das stört beim Fahren schon etwas. Aber ja. Okay.
Free Beer. So. Hier war doch der Eingang, ne? So, parken. Gucken. Wie einer klaut mir den Wagen, wenn ich weg bin. Ah, ein hübsches Ding bist du. Schöne Farbe. Ha. So. Das ist ja schon wieder. Das ist doch dieselbe Alte, oder nicht? Ich werd bekloppt. Wie sind die so schnell jetzt hergekommen? Hey, Leute. Hey! Vito, das ist Luca Guarino. Hey, er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit. Salute. Salute. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Na klar. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ja. Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde. Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Wirklich sehr gut. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gut. Ja, aber wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Fällt mir gerade was ein. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles Weitere. Bis demnächst, dann. Was denkst du? Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich hab alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, ich... Lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Oh, sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter. Das war abgeschnitten. Was mir einfiel war, wenn wir hatten eigentlich ja mal vor, den Kollegen, wo bin ich denn jetzt gerade im Kopf, meiner Schwester da die $2000 zu bringen. Und da ich aber gleich in mein Auto investiert habe und ansonsten auch mit dem Geld rumgeschmissen hätte, als gäbe es nichts anderes, ist das noch nicht passiert. Ich glaube, bis dann, Kumpel. Würde zwischendurch nämlich mal die Aktion kommen, dass ich quasi... das ist ganz schön weit. Dass ich quasi das Geld abholen, äh, ab,
liefern dürfte. Aber ich weiß nicht, ob das nicht passiert jetzt oder so. Ich meine, mir ist an sich egal. Ist jetzt nichts Besonderes. Meine Familie ist mir wurscht, also warte auch mal. Ich schneide mal den Weg hin, es sei denn, es passiert irgendwas auf der Weg. Strecke. So, wir sind fast da. Irgendeiner schrie gerade langsamer. Ich habe auch noch auf dem Weg ein bisschen was kaputt gefahren. Und so eine. Ja, geh mal weg da. So. Bist du jetzt sauer? Willst du mich verprügeln oder haust du ab? Denk mal, haust du ab. Okay. Und hier ist Lanchionette. Natural Foods und Vitamine. Das ist doch schön. Da muss ich rein? Nee. Ja, wie komme ich jetzt zu diesem sagenumwobenen Laden? Nee. Ja, irgendwie werden wir den Eingang schon finden. Ich hab da gerade auszusehen was umgelaufen, glaube ich. Das kann ja mal passieren. Ah, da geht's doch rüber. Army, Navy. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Bisschen offensichtlich, aber immerhin. So, hier ist eine Karre. Sieht aber scheiße aus. Ich habe aber schon meinen Lasseter. Oder wie der hieß. Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Was steht da? War Dead, Danger, no smoking, smoking. Oh, ein Glück trage ich gerade kein Smoking. Na gut. Wunderschön. Ui, das sieht doch da lieb aus hier. Hallo. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG42. Made in Germany. Qualitätsarbeit, das muss man den Crowds lassen. Ein Prachtsteck. Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Gibt auf der Welt nichts Schnelleres. Gurt mit 250 Schuss. Treffsicher auf eine Dreiviertelmeile. Und extrem zuverlässig. Keine Ahnung, worauf ihr es abgesehen habt. Aber wenn es kein verfluchter Panzer ist, dann Sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Nein, danke. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du? Hä? Lass mich raten. In der Normandie, hä? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Fallschirmjäger. Ohne Scheiß, du warst Fallschirmjäger? Hab gehört, das war ganz schön haarig. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und, Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Wow, was ein Verdienstkreuz? Mann, die kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts. Ich war in der Normandie, Utah Beach. War auch nicht gerade ein Spaziergang. Auf dem Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Hab mir einem scheiß Ast das Auge ausgestochen. Egal, für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Tja, ich muss jetzt wirklich los. Na klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Hier. Hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Viel Glück. Danke, Harry. Hat mich gefreut. Die Knarre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof sind ein paar tausend Schuss. Greif zu. Alles schon bezahlt. Alles klar. Ach, muss ich jetzt mit dem Lieferwagen damit fahren, oder was? Naja, gut. Naja, meinen anderen Wagen, dann bleibt mach's gut, stehen. Vito! Ja, hau rein, Digga. Hab mich nicht so lieb. Du bist ein Typ mit einer Augenklappe, der fies redet. Du musst eigentlich viel gemeiner sein, nicht so lieb zu mir. Ich mag das nicht, wenn Leute lieb zu mir sind. Nicht so lieb zumindest. Ach, den Wagen krieg ich jetzt auch noch geschenkt. Na, wunderschön. Hau rein, das Teil. Ach, hier liegen ein paar tausend Schuss rum, ja? Wo? Komm, ab rein damit. Und nicht runterfallen lassen. Ja. Wunderschön. Kommen wir mit dem Van sicher bei Henry und Joe an. Ah ja, okay. Oh, steige ich mal gleich wieder auf Controller um. Nochmal so, weil angehalten werden ist wahrscheinlich eine ganz beschissene Idee. Und dann gucken wir doch mal, wie die Karte aussieht. So, ist das weit? Es ist ein ganz schönes Stück. Ich weiß nicht, ob jetzt auf dem Weg was passiert. Du lernst mal fahren. Ich fahr dir gleich über den Hals, du Nappel, ey. So, ich gucke erstmal, ob irgendwas passiert. Ich schätze mal nicht. Ich muss einfach nur sauber ankommen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ich denke mal, das kann ich auch schnibbeln. Weil, wie gesagt, die Fahrten müssen nicht so einen riesen Teil hier von meiner Aufnahme in Anspruch nehmen. Das ist alles immer ein bisschen Quatsch. Okay, schnibbel.
So Leute, das war wirklich tatsächlich eine sehr langweilige und lange Fahrt und hat sich nicht gelohnt aufzunehmen. Und ich habe jetzt einfach mal wieder hingeschnitten. Apartment 233, Misery Lane, 2 Stunden später. Na, die fette Sau schmeicht erstmal einen ab hier. Der Patzkant. Ja, der Patzkant. Deswegen ist der nachts immer so viel. Wo kommst du her? Aha. Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging's uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Kommen die alle her? Die waren gar nicht in meinem Laden. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar. Alles klar, ich bin bereit. Sie haben Knarren! Okay, die Party kann beginnen. Sie haben Knarren da oben im Fenster! Da, die fette Sau, komm, hol ihn dir. Ja, Entschuldigung Leute, aber ich muss schnibbeln. Es ist zwar ein bisschen kürzere Folge als sonst gewohnt, aber es hat sich durch die Aufnahme so ergeben, dass ich hier schneiden muss. Und ich dachte, es ist ein schöner Cliffhanger fürs nächste Mal. Bis dann.